Moin, hier ist SynchronEnt und heute erkläre ich euch, wie ihr einen Item Drop Detector bauen könnt. Das hier sind die Items, die ihr benötigt. Als erstes braucht ihr so eine Grundfläche. Das hier vorne ist der Block, wo das Item hingedroppt wird und das hier ist der Block, wo das Item wieder zurückkommt. Dann geht ihr einmal nach hier unten und setzt drei temporäre Blöcke, das heißt, die werden danach wieder entfernt und placed einen Spender in die Richtung und platziert zwei Spender, die nach oben schauen. Danach packt ihr hier hinten einmal einen Trichter dran, eine Schiene und auf die Schiene kommt die Trichterlohe. Dann packt ihr wieder hier unten einen temporären Block und einen festen Block hin. Darauf packt ihr dann einen Komparator. Dann kommt hier wieder ein Block dran, eine Redstone-Fackel und dann brauchen wir noch einen Beobachter und der Beobachter kommt hier dran. Nur noch eine Sache fehlt, hier ein Redstone und wenn wir jetzt eins hinwerfen, werden die Items ausgespuckt. Und wenn ihr das Ganze jetzt ablesen wollt, also ob da gerade ein Item reingeworfen wird, einfach einen Verstärker nehmen und den dann hier anschließen. Und immer wenn hier ein Item reingeworfen wird, kriegt ihr hier euer Redstone-Signal raus, welches ihr zum Beispiel für den geheimen Gang nutzen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich übermorgen.